Hallo meine Freunde, mein Name ist Oliver Klass von der Firma Racestar und heute ist wunderbares Wetter und ich werde mal halt mir ein Bike raussuchen, ein E-Bike von der Firma Racestar, heute mal ein Mountainbike und das mal in dem Gelände testen. Ja, das ist das schöne Stück, ein, wie man unschwer erkennen kann, Mountainbike, vollgefedert, Federgabel vorne, hinten. 500 Watt, 48 Volt, Anfangmotor mit einer hydraulischen Scheibenbremse vorne und hinten. Das ist der Akku, Lithium-Ionen-Akku. Wie gesagt, 48 Volt und mit einem 10,4 Samsung Akku. Das ist die Federgabel, 180 mm. Habe heute mal ein Schutzblech eingebaut, weiß wie das Gelände aussieht von Zoom. Federgabel, wie gesagt, mit Scheibenbremse, hydraulisch natürlich. Display ist von Noki. Schaltung von Shimano 7-Gang. Und Verarbeitung sehr gut. Bin schon irgendwie über die Straße hingefahren und muss sagen, hat sehr viel Power. Jetzt schauen wir mal, wie sich das alles so im Gelände verhält. Alles noch schön sauber. Und jetzt gucken wir mal, schalten das mal an und fahren mal los. Okay, was mir schon bei den ersten paar Metern auffällt, ist, dass die Stufen hier geht von 1 bis 5 und die 5 ist die maximale Unterstützung, geht nur bis 25, bis 25 aber richtig Druck, dann nachher wieder auf, 26, 27 muss man wieder selber trampeln, 100% und dann geht er zurück bis 24, 23, bis er wieder neuen Schub kriegt, unterstützt bis 25. Und das ist bei Stärke 5 schon ziemlich stark. Also muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber Bremse funktioniert ganz gut. Ziehen ganz gut. Hier ist jetzt der Einstieg ins Gelände. Und schon mal was das elektrisch unterstützt zu fahren, ist doch schon ein bisschen was anderes. Steile Anstiege ist fast besser, wenn man mit wenig Unterstützung fährt, weil der in den engen Kurven meines Erachtens zu stark anschiebt und dann, dass er nicht so optimal die Kurven fahren kann. Ist ein bisschen Techniksache, muss mich dran gewöhnen, aber leichte Anstiege und ja, keine Anstiege auf der geraden Strecke sind natürlich optimal, super schnell. 25 Stundenkilometer im Wald ist auch völlig ausreichend, optimal, reicht alle Male. Gucken, was der Akku sagt. Akku ist, kann man das erkennen? Ja. 80% noch voll. Bin jetzt 8 Kilometer gefahren, fast alles nur berghoch. Ja, muss mich dran gewöhnen. Ich fahre mal eine Runde und erzähle gleich ein bisschen was Näheres. Okay, hier sehr sportliches Gelände. Muss sagen, Geometrie ist okay, sehr wendig. Aber es ist hier meine erste Fahrt und ich halte mich hier, was die Sprünge angeht, schon einiges zurück. Will ja nichts am ersten Tour schon was kaputt machen. Aber bis jetzt alles okay. Mit einer Hand zu fahren, Gelände hier. Bin wieder da und Rad ist wieder sauber, wie man sieht. Bin gefahren 23 Kilometer. Akku ist, ich würde mal sagen, das ist höchstens 10%. Letzter Anstieg. Ging auch ein bisschen die Puste aus. 2,5 Stunden unterwegs gewesen. Ziemlich viel. Berg hoch, berg runter. Immer in maximaler Unterstützungslast. Resümee würde ich sagen: im Ganzen super verarbeitet. Alles top. Als reines Downhill-Fahrrad eher nicht geeignet. Allerdings Enterrain, Mountainbike mit. Mit genügend Reserven für auch normales, schwieriges Gelände.
Und natürlich E-Bike.